GDHV News vom 26. Juli 2024. Halle, Stecklinge von DHV Ortsgruppe beschlagnahmt. USA, Kamala Harris Position zu Cannabis. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk's Go Shop Herzlich willkommen bei den DHV News und ich fange mal an mit einem ganzen Berg an Vorbemerkungen hier erstmal sind so viele kleine Nachklicker Nachrichten von dem, was sonst an größeren Themen vorher schon mal hier gewesen ist. Eins davon ist ein weiterer Cannabis-Anbauverein mit Betriebsgenehmigung in Hannover diesmal wieder Niedersachsen, der dritte, der jetzt in der Zeitung stand als genehmigt äh, wieder eben nur in Niedersachsen, alles in Niedersachsen von einem anderen Bundesland habe ich das jedenfalls noch nicht irgendwie medienmäßig bestätigt gesehen. Äh, wenn ihr da irgendwas anderes schon mal gesehen habt noch irgendwo oder selber ein Verein seid, der eine Genehmigung hat außerhalb von Niedersachsen, schreibt mal in die Kommentare. Ansonsten, naja, nach und nach geht es weiter und das ist sicherlich auch zu verdanken, insbesondere der grünen Landwirtschaftsministerin, äh, weil die anderen in Niedersachsen, die SPD da jetzt nicht gerade wahnsinnig cannabisfreundlich sind, weder die Justizministerin Wahlmann noch weil Ministerpräsident, aber die grüne Landwirtschaftsministerin ist jetzt zuständig für die Vereine und haut jetzt raus. Dann zum Grenzwert, THC-Grenzwert. Da habe ich auch jetzt das letzte Mal im Vorbemerkung auch schon gesagt, ja Leute, wissen wir auch nicht, ist immer noch nicht in Kraft, ist noch nicht irgendwie äh, veröffentlicht worden im Bundesgesetzblatt. Ähm, und das ist immer noch so, es ist immer noch nicht veröffentlicht, gilt immer noch nicht der 3,5 Nanogramm Grenzwert, ist immer noch ein Nanogramm, immer noch das... Äh, Problem, das Risiko, dass man da eine Drogenfahrt unterstellt kriegt, wo man völlig nüchtern ist, auf jeden Fall noch viel größer als bei 3,5 Nanogramm. Und dazu gibt es jetzt eine interessante Antwort von Matthias Stein. Der, Drogen, der, der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion ist auf abgeordnetenwatch.de gefragt worden und hat dann nochmal ausgeführt nach Anfrage ans Bundespräsidialamt, wo, wo, was jetzt da los ist, ja, wieso das noch nicht ähm, veröffentlicht ist und damit gilt. Bisher war ja klar, Steinmeier muss noch unterschreiben, nachdem der Bundesrat darüber abgestimmt hat am 5. Juli, ist also tatsächlich schon bald drei Wochen her. Und die Antwort war, dass standardmäßig so ein Gesetz vom Bundesrat erst nochmal zum zuständigen Minister geht, um eine Urversion zu erstellen, wo noch mal ganz genau die Rechtschreibung überprüft wird und so weiter, wird vielleicht nochmal ein Deutschlehrer dran gesetzt oder so. Und dann nochmal über den Schreibtisch des Bundeskanzlers, der auch nochmal unterschreibt und dann erst zum Bundespräsidenten. Merkwürdig, ja, das war bis jetzt irgendwie überhaupt kein Thema. Beim letzten Mal Cannabis-Gesetz, äh, da ging es ja auch dann recht schnell nach der, äh, nach, der, nach der Verabschiedung im Bundesrat, beziehungsweise nach dem Beschluss, den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen, war ja wenige Tage später tatsächlich das Gesetz im Bundesgesetzblatt und damit eben auch gültig. Hier nicht der Fall, mag vielleicht auch mit Urlaub zusammenhängen. Ähm, aber ich nehme an, dass es bei Wissing liegt, beim Verkehrsminister. Jedenfalls, wenn man diesen Schritten glaubt, und das klang schon sehr so, dass er eben jetzt noch nicht im Bundespräsidial damit angekommen ist, diese Vorlage. Scholz war noch da. Ja, der macht doch keinen Urlaub jetzt gerade. Der fängt jetzt gerade erst an mit Urlaub. Der hätte also auch locker unterschreiben können. Andere Vorlagen sind schon veröffentlicht worden aus derselben Bundesratssitzung. Insofern wahrscheinlich Verkehrsminister, der drauf sitzt, wir haben mal nachgefragt, auch jetzt beim, Verkehr, beim Verkehrsministerium, ob das der Fall ist, ob diese Vorlage da hängt und hakt sozusagen. Da haben wir auch noch keine Antwort zu bekommen. Also ist mal wieder Volker am Zug, falls ihr noch mal irgendwo eine Bemerkung loswerden wollt in sozialen Medien, wobei der Kollege auch relativ resistent ist, was Bürgermeinungen angeht. Aber trotzdem könnte ja vielleicht ein bisschen helfen, das Ganze zu beschleunigen. Vielleicht ist da ein Stellvertreter da, der es machen kann. Also beim letzten Mal hat ja auch nicht der Bundespräsident unterschrieben, sondern seine Vertreterin, Frau Schwesig. Ähm, naja, kann der Verkehrsminister sich auch mal eine Vertreterin besorgen. Der nächste Punkt: Wir haben wieder zwei Sessions online gestellt von der Cannabis-Normalkonferenz. Video Martin ist wieder da, wie ihr hier auch an den News seht. Endlich erstrahle ich hier wieder in vollem Glanze sozusagen. Und das führt auch dazu, dass wir einerseits die Medizin-Session jetzt online haben. Schöne kontroverse Diskussion äh, zwischen einem Patientenvertreter äh, einerseits und auf der anderen Seite ein Vertreter von, von der Telemedizinerseite, sozusagen von der Rezeptschleuderseite. Äh, und das ist eine sehr interessante Diskussion um die Frage, ja, ist das jetzt gut oder nicht gut, dass jetzt plötzlich so viele Rezepte ausgestellt werden. Ich habe gerade die, die Session selber noch gesehen, den, vorgestern oder so weil ich ja auch nicht alle gleichzeitig sehen konnte, alle Sessions auf der Kanoko und auch selber welche verpasst habe und dann selber auch keine Videos gucke. Also spannende Debatte. Und das andere Video, was online ist, ist das Führerscheinvideo rund um die Frage, was hat sich jetzt geändert durch das Cannabisgesetz in Sachen Cannabis und Führerschein mit Rechtsanwalt Oliver Rabatt. Den kennen ja auch einige von euch, der hat auch hier letztens schon mal ein Interview gemacht, hier im Kanal. Beides zu sehen, ja, eben hier im Kanal, könnt ihr nachgucken, habt ihr das? Und zuletzt nochmal der Hinweis, dass die Handfahrrad am 10.8. in Berlin ist. Das ist schon sehr bald, da ja, habe ich auch gar nicht gedacht, dass das jetzt schon wieder so weit ist, dass ich da jetzt mal endlich anfangen muss zu trommeln. Ich vielleicht sogar schon in den letzten Wochen machen müssen, dachte man ist ja noch ewig hin und zack, ist jetzt schon fast wieder so weit, in zwei Wochen ungefähr. Und dann habe ich noch auch eine Nachricht gekriegt von Clemens Horn, dem Sprecher unserer Ortsgruppe in München. Der hat gesagt, ich fände es super, wenn du in den Terminen nochmal explizit betonen kannst, dass bei der Hanfparade auch ganz viele Ortsgruppen dabei sind und dass eine exzellente Möglichkeit ist, da mal endlich in Kontakt zu kommen, obwohl man sich noch nie zu einem normalen Treffen aufraffen konnte, weil es zu weit weg ist, weil der Termin ungünstig ist und so weiter. Und vielleicht noch mit einem Zusatz à la Berlin ist immer eine Reise wert. Hanfparade sowieso. Und wenn ihr da nicht auf die Straße geht, woher sollen dann die MDBs wissen? Ja, und so weiter. Ja, also äh, wisst ihr Bescheid. Ja, ihr müsst zur Handparade kommen am 10.8. nach Berlin. Und ähm, ja, guter Texter, der Bruder Clemens. Und äh, ja, ist eben auch eine gute Gelegenheit, sich die Ortsgruppen mal anzugucken, wer viele da sind. Ortsgruppen. Erste große Thema wieder hier, obwohl das auch wieder ein Thema ist, was ich gerade erst gemacht hatte, nämlich Ortsgruppe Halle mit der Stecklingsverschenkaktion. Die war am Montag wieder. Ich hatte zuletzt erzählt hier, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat: Oh, Stecklinge sind aber keine Stecklinge mehr. Wenn sie in Erde sind, dann sind es schon Cannabispflanzen und verboten. Was sonst nirgendwo irgendwer sagt, außer Halle und äh, einem Betäubungsmittelkommentator. Aber ich habe das in der Praxis noch nirgendwo anders außer in Halle gehört. Jetzt haben sie die Stecklinge auf Kokos hingestellt ja, und wollten die auf Kokos verschenken und nicht auf Erde. Damit. Keine Pflanzen, ja, weil die gesagt haben, Erde macht die Pflanze sozusagen, was auch immer das für einen Sinn machen soll. Ähm, dann hat aber im Vorfeld die Behörde, also Versammlungsbehörde, in Absprache mit Staatsanwaltschaft die vorgewarnt, die Ortsgruppe, dass jetzt ja das Werbeverbot auch in Kraft getreten ist und dass diese Aktion, wenn dann wirklich das dazu kommt, dass da Checklinge verschenkt werden. Dass das eben äh, zu einem Bußgeld führen wird und dass das äh, als äh, Ordnungswidrigkeit gewertet wird. Ja, haben die trotzdem gemacht vor Ort, äh, weil das ja erstmal auszudiskutieren ist ja und dann letztendlich ein Richter entscheiden muss, ob das Werbung ist oder nicht. Es geht ja darum, letztendlich Konsumenten mit einer legalen Quelle zu versorgen für ihr Cannabis. Heißt ja nicht, dass irgendwer mehr konsumieren soll. Das ist doch gar nicht der Sinn der Sache. Der Ortsgruppe in Halle war auch eingebettet in einen Harm Reduction, tag sozusagen der in Halle sowieso stattfand und irgendwie diverse Aktionen dazu ähm, gemacht wurden, eben die Sicherheit für den Konsum, für die Konsumenten erhöhen. Das macht der Eigenanbau eindeutig. Es ist ja, vielleicht Werbung für Eigenanbau, vielleicht eine Erleichterung für Eigenanbau, aber nicht für mehr Konsum, sondern für sichereren Konsum. Und trotzdem sagt jetzt da die Staatsanwaltschaft, das soll Werbung sein. Zuletzt, zu guter Letzt, ist aber gar nicht, wie es aussieht, irgendwie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und Bußgeldverfahren eingeleitet worden sondern ein Strafverfahren, weil die gesagt haben, ja, Kokos ist uns egal, das sind jetzt Pflanzen und wir, wir machen jetzt eine Strafanzeige wegen Besitz von über 100 Pflanzen, 100, weiß ich nicht, zerquetschte jedenfalls. Ähm, da gehen wir natürlich auch sofort rein, das ist genauso ein willkommenes äh, Verfahren, sozusagen endlich zu klären, was ist ein Steckling, was ist eine Cannabispflanze, die waren auch nicht groß, ja. So, äh, vielleicht seht ihr ein paar Bilder hier auch nebenbei von der ganzen Aktion. Also, eindeutig Stecklinge, ja, das ist is ganz klar, sind das Stecklinge. Äh, aber in Halle? Vielleicht nicht. Ja. Vielleicht ist in Halle kein Steckling. Das werden wir jetzt halt wissen, raus, rausfinden. Außer die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren jetzt äh, ganz schnell wieder ein. Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht war das auch gar nicht abgesprochen zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Dass das bei der Polizei gar nicht angekommen ist, Hat Erde die Pflanze macht ja, und nicht Kokos. Ähm, naja, wenn wir sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden und im Zweifelsfall werden wir da auch einen Anwalt bezahlen und besorgen. Und da haben wir ja auch die Kriegskasse gefüllt. Da kann man schon jede Menge an, Anfragen. Dann können wir dafür spenden und so. Ja, für den Prozess, diesen super da in Halle, dass die das machen, da vielen Dank von allen Seiten. Also auch ja, kann ich weitergeben an die Ortsgruppe. Ich lese hier überall jetzt andauernd irgendwie Danke nach Halle und schließe mich dem an. Aber Spenden müsst ihr dafür nicht extra. Das habt ihr ja schon gemacht äh, zur Weihnachtsspendenkampagne, Da ging es ja darum, Prozesse zu unterstützen. Da sind wir auch an allen möglichen Fronten dran. Das ist ein erstaunlich komplizierter Thema. Aber auch hier äh, kommt das natürlich in Frage, dieses Budget. Und ähm, ja, dafür braucht ihr nicht extra Spenden. Das ist auf jeden Fall sichergestellt, dass wir die Kollegin Halle verteidigen werden, wenn es jetzt zu so einem Verfahren kommen sollte. Gut, das war das. Soweit seid ihr da auf dem Laufenden und. Beim Thema Stecklinge komme ich gleich noch mal zum BVCW, zum Branchenverband der Cannabiswirtschaft, weil die haben dazu auch noch mal eine Aktion gemacht, nämlich einen offenen Brief geschrieben an das Landwirtschaftsministerium und das Gesundheitsministerium, also Lauterbach, Özdemir und noch ein, zwei andere. Ich glaube, Lindner war dabei und weiß nicht wer noch. Halt alle Ampelparteien auch involviert sozusagen dann, dass sie doch mal erklären sollen, was jetzt da ist mit Samen- und Stecklingsverkauf weil das eben unklar ist, wie, wie in Halle jetzt auch wieder gezeigt worden ist. Und der BVCW vertritt ja die Unternehmen, die da jetzt auch daran Interesse haben, eben Stecklinge zu verkaufen, aber eben andererseits auf der sicheren Seite sein wollen. Und die hatten vorher beim Landwirtschaftsministerium mal nachgefragt, wie die denn die rechtliche Lage einschätzen in Bezug auf Samen und Stecklinge. Der BVCW hat selber auch schon Gutachten dazu rausgebracht, habe ich hier auch schon mal irgendwann von berichtet. Auf jeden Fall war die Antwort vom Landwirtschaftsministerium erstmal. Wir können keine Rechtsauskunft geben. Ja, das ist äh, auch ganz klar bei unserer eigenen Einschätzung ganz allgemein und grob können wir das mal machen. Und zwar sagen die Samen sind legal, handelbar in Deutschland von deutschen Händlern verkaufbar sozusagen, soweit so gut. Aber Stecklinge nicht und dürfen auch nicht produziert werden in Deutschland. Und dat, das wird überhaupt nirgendwo erklärt in diesem äh, in Statement des Landwirtschaftsministeriums, warum. Warum die da einen Unterschied machen in, in Samen und Stecklinge, was so aus dem Gesetz eben gar nicht hervorgeht, sozusagen, und äh, schwer erklärbar ist. Und da, deswegen hat eben jetzt der BVCW auch nochmal geschrieben, ja, die sollen da mal eine vernünftige Antwort drauf geben, ja, wie sie das jetzt einschätzen. Ähm, zumal er eben das Landwirtschaftsministerium dann auch ans BMG wieder verweist und umgekehrt, ja, sie verweisen gegenseitig aufeinander, wenn es jetzt darum geht, da irgendwelche Sachen zu interpretieren im Gesetz. Und auch andere Behörden verweisen dann immer wieder an die Bundesbehörden. Und äh, keiner will jetzt wirklich dafür verantwortlich sein, zu sagen, was, was jetzt da überhaupt gemeint ist mit dem Gesetz. Und das geht natürlich äh, auch dem, dem, der, dem Branchenverband sehr auf die Nerven, äh, dass man da überhaupt niemanden zu, zu packen kriegt, ja, der mal sagt, irgendwie, was, was soll das überhaupt jetzt bedeuten, was da drin steht im Gesetz. Und ja, wie man sieht, äh, bei Sachen in Sachen Stecklinge und samen sehr relevante Geschichte. Zumal jetzt immer mehr auch einsteigen in den Verkauf von Stecklingen und Samen und teilweise auch schon ziemlich große Umsätze gemacht werden damit und einzelne Händler häufig in Medien sind und so weiter. Trotzdem, so richtig klar ist eigentlich nichts. Ja, und vielleicht ist es die Erde, die da eine Rolle bei spielt. Ja, das, das ist alles sehr diffus. Wenn wir aber schon mal beim BVCW sind, ja, das war die eine Geschichte, die ich einfach nach Halle jetzt einfach mal bringen musste, weil das gerade so schön frisch dazukam vom BVCW. Aber wenn ich jetzt gerade beim BVCW bin, muss ich ja noch was dazu geben, nämlich ähm, die haben eine Produktwarnung rausgegeben, eine Risikoeinschätzung ziemlich straight. Ähm, gute Sache im Sinne des Verbraucherschutzes, muss ich schon sagen. Die werden sich da nicht nur Freunde machen. Im, im Rahmen der Händler sozusagen, die haben ja einige, die vielleicht selber äh, entsprechende Substanzen verkaufen. Auf jeden Fall geht es um Nachfolgeprodukte für HHC. Da gibt es ja jetzt schon wieder einige neue Klamotten äh, mit irgendwelchen komischen Buchstaben- und Zahlenkombinationen, die jetzt irgendwie Cannabinoide sein sollen und angeblich auch wieder irgendwie in winzigen Mengen in der Pflanze vorkommen und so weiter und so fort, so ähnlich wie bei HAC, aber eben äh, aufgeplustert auf riesige Mengen sozusagen und als alleinige wirksame Substanz vollkommen unerforscht ist, äh, genau HAC im Grunde auch, aber eben jetzt die neuen Substanzen erst recht ähm, und der BVCB davor warnt. Diese Substanzen zu verkaufen, die richten sich natürlich in erster Linie an Händler. Ich kann mich dann noch anschließen und sagen, Leute, äh, auch für Konsumenten nicht empfehlenswert, weil eben wenig erforscht. Ja, ihr, außer ihr wollt das selber erforschen, ja, irgendwie gucken, ob das irgendwie euch bekommt auf Dauer oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall riskanter als normaler Cannabiskonsum, weil das gut erforscht ist sozusagen. Lass uns lieber Cannabis fertig legalisieren ja, und Fachgeschäfte einführen und so weiter und daran irgendwie dranbleiben und arbeiten, bevor jetzt da wieder irgendwelche solche komischen, krummen Ersatzprodukte rauskommen. Insofern danke an BVCW für dieses Schreiben, zumal die eben ihren Händlern auch nochmal sagen, es gibt rechtliche Probleme dabei, ja, auch wenn die dann immer sagen, das ist 100% legal, das Ganze. Es gibt noch andere Dinge außer Betäubungsmittelgesetz und neues psychoaktive Substanzengesetz, die da. Für eine Strafverfolgung für, für einen Hebel in Frage kommen könnten, insbesondere wenn man wirklich dann die Leute gefährdet. Und was auch noch interessant ist, die gehen auch noch ein auf die ganze vape geschichte Also alles, was irgendwie mit elektronischer Zigarette und insbesondere Cannabinoiden zu tun hat. Ähm, wo sowohl die Cannabinoiden ein Problem sind, also die künstlichen, ja, die jetzt da irgendwie reingemixt werden, als auch die Verdampferprodukte selbst, weil die äh, ganz bestimmte Zulassungsverfahren durchlaufen müssen, die müssen dann irgendwo anmelden und so weiter. Und die haben gesagt, also sämtliche Produkte auf dem Markt, die sie sich so angeguckt haben, erfüllen diese Kriterien nicht. Ja, und alle Händler, die das verkaufen, müssen damit rechnen, dass es das Probleme gibt. Also alles verlinkt hier wieder in der Videobeschreibung, wie immer, könnt ihr euch das nochmal genauer angucken im Detail. Aber erwähnenswert fand ich schon. Ist äh, Verbraucherschutz und Wirtschaftsverband, das hat man auch nicht alle Tage. Wunderbar. Kaufbeuren nicht bayerisch als Bayern. Die Überschrift konnte ich mir jetzt nicht verkneifen irgendwie. Das passt so schön. Kaufbeuren ist in Bayern und äh, da gibt es einen Stadtrat, Thomas Jahn. Der wollte unbedingt härtere Regeln für Besitz und Konsum von Cannabisprodukten im Kaufbeuren. Hat er erst in irgendeinem so Ausschuss gesagt, ja, wo er dann schon abgelehnt wurde, hat er in der Sitzung des Stadtrats selber hat er nochmal vorgetragen, also, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie noch viel härtere Regeln und Strafen und alles irgendwie für den öffentlichen Cannabiskonsum machen. Das ist alles ein Riesendrama mit dem Gesetz und so weiter. Und dann haben wir eigentlich alle nur blöd geguckt irgendwie. Ja, der hat also keine Mehrheit dafür gekriegt, inklusive in seiner eigenen Partei nicht. CSU, ja, dann, selbst in der CSU hat das Grenzen mit der ganzen Verfolgerei, zumal der Bayern gerade erst sich hervorgetan hat durch das Cannabis-Gesetz, wo ich letzte Woche darüber berichtet habe. Wir sind die härtesten Cannabis-Verfolger der Welt in einer teillegalisierten Deutschlandwelt sozusagen. Ja, aber wir, wir machen tun alles irgendwie bis ans Letzte, bis an die letzte Grenze noch so auslegen, dass es so, so repressiv wie möglich am Ende immer noch ist. Riesen Bußgelder, damit hat Bayern ja auch angefangen, ja, für 500 bis 1000 Euro dafür irgendwie an der falschen Stelle konsumieren und so weiter. Aber das war dem Herrn Jahren alles nicht genug. Er wollte da noch, noch, noch Dollar und noch mehr Abstände zu allen möglichen Gebäuden und noch härtere Bußgelder und, vor ah, voll im der Typ. Und alles, so, nee, äh, brauchen wir nicht. Und witzig auch, dass die Verwaltung selber dann sagt, Sie sind mit allen mit Polizeipräsidien und Kreisverwaltungsbehörden ständig im Austausch und so weiter. Und es gibt überhaupt keine Verstöße und keine Auffälligkeit. Ne? Wir haben keinen einzigen Verstoß wegen Konsum in der Öffentlichkeit gehabt in Kaufbeuren. aber der Typ dann wieder, ja, während den Anfängen, ja, wenn er dann einmal da ist, ist es schon zu spät und wir müssen vorher schon irgendwie Riesenstrafen androhen und so weiter. Äh, naja. Also am Ende ist das abgelehnt worden. Und irgendwo hat das eben auch, selbst in Bayern Grenzen mit dem komischen Wahn da irgendwie jetzt immer nochmal der härteste zu sein von den Harten. Und äh, ja, noch bayerischer als Bayern. Wird es auch in Kopfbeuren nicht. Gute Sache. dann kann alle, die den Quatsch abgelehnt haben. Kommen wir zu den USA. Zwei Meldungen habe ich da. Eine eher wissenschaftliche, nämlich. Wieder mal die Frage, wie wirkt sich Legalisierung auf den Konsum Jugendlicher aus, das ist ja immer das Thema, sozusagen, ja, die Legalisierung zerstört uns die Jugend und dann kiffen die alle und sind am Ende alle komplett Gaga irgendwie. Und immer wieder kommt die Nachricht aus den USA, irgendwelche Untersuchungen, wo sich immer wieder zeigt, ja, also eigentlich äh, der, der Konsum nimmt gar nicht zu oder nur in einzelnen Bundesländern, in ganz bestimmten Einzelgruppierungen sozusagen, was weiß ich, Schüler in Denver oder so, oder wo man mal irgendwo, wenn man sucht, findet man irgendwo mal einen Anstieg, aber im Großen und Ganzen findet der eben gar nicht statt. Bei Erwachsenen schon, aber nicht bei Jugendlichen. Und das haben sie jetzt nochmal wieder rausgefunden in einer Riesenstudie über zehn Jahre mit jede Menge Probanden und so weiter. Es gibt einfach keine Veränderung im jugendlichen Konsumverhalten. Also auch keine Verringerung, aber da tut sich einfach nichts großartig. Ja, das ist genauso wie vor zehn Jahren. Obwohl in der Zeit. 24 US-Staaten Cannabis legalisiert haben. Angefangen mit Colorado und Washington State, da waren die ersten, die per Volksabstimmung 2012 legalisiert haben. Die Daten fangen 2013 an in dem Fall, aber die Geschäfte sind ja dann auch erst danach eröffnet worden. Insofern äh, fällt es damit in rein die Legalisierungsphase und das hat nicht zu einem Anstieg des Konsums geführt. Und zum Vergleich: In Deutschland hat der Konsum unter Jugendlichen innerhalb von 10 Jahren von 2011 bis 2021, also fast der gleiche Zeitraum, von 6,9 auf 9,3 Prozent zugenommen. Naja, das sind die 12- bis 17-Jährigen jetzt. Also deutlicher Anstieg, ja. Zwar in den Pro absoluten Prozentzahlen relativ kleine Zahlen, weil ja, 12-Jährige konsumieren halt nicht, da geht es im Wesentlichen dann um die 15-, 16-, 17-Jährigen. Aber. 6,7 auf 9,3 prozentual gesehen auf die Prozente ist das ganz schön viel. Ja, das sind irgendwie 40 Prozent oder so äh, Anstieg äh, bei jugendlichem Konsum in Deutschland unter den Rahmenbedingungen der Prohibition. Ja, während äh, in derselben Zeit äh, über eine Million Strafverfahren durchgezogen worden sind. Wegen Cannabis Konsum bezogener Delikte, nicht die Händler. Ja, mit Händlern sind es noch mehr bei zwei Millionen. Oder ja, wahrscheinlich kommen zwei Millionen zusammen. Wahnsinnsverfolgungsapparat, ja, Telefone abhören, der ganze Scheiß irgendwie und trotzdem steigt bei uns, bei Jugendlichen der Konsum, während in den USA, wo die legalisiert haben, der Konsum nicht gestiegen ist. ja. Und das, damit fällt eigentlich das ganze Gebäude in sich zusammen, die ganze Angstmacherei vor der Legalisierung, ja, wenn man das richtig macht und die USA sind ja noch relativ kommerziell unterwegs, das kann man ja noch irgendwie deutlich ähm, besser machen, vielleicht im Sinne von äh, keine Werbung zulassen und so weiter. Ne? Das ist ja eigentlich schon relativ kommerziell da in den USA. Und trotzdem keine Zunahme bei Jugendlichen. Ähm, was da halt gut funktioniert, ist der Jugendschutz in den Läden selbst, wo, wo wirklich Ausweiskontrollen sind und äh, wo auch stichprobenmäßig die Läden da reinweise bestehen, die, die offiziell lizenzierten Cannabis-Shops, dass die wirklich keine Jugendlichen reinlassen. Ähm, insofern, das machen die wirklich ganz gut da. Aber wie gesagt, ansonsten sogar noch relativ kommerziell, wo was bei uns vermutlich nicht so werden würde oder in Kanada auch nicht so ist. Also, ja, die Legalisierung gefährdet die Jugend nicht. Ja, wenn man da überhaupt irgendwelche Schlüsse daraus ziehen wollen würde, ja, wenn man sagen würde, irgendwie die rechtliche Rahmenbedingung hat überhaupt irgendwelchen Einfluss auf Jugendliche, dann müsste man wirklich sagen, ähm, Prohibition, das Verbot, hat der Jugend eher geschadet als genützt. Ja, der Konsum ist jedenfalls gestiegen in der Zeit der Prohibition im Vergleich zu woanders, äh, Zeitraum einer zunehmenden Liberalisierung. Man kann auch sagen, hat überhaupt keinen Zusammenhang. Ja, da gibt es überhaupt keine Korrelation, keine keine äh, Dings da, ist das schon, ja, Korrelation irgendwie. Äh, das Zufall, ja, dass jetzt zufällig bei uns da mehr geworden ist und bei denen weniger, als irgendwelche kulturellen Entwicklungen, kann auch sein. Auf jeden Fall, so oder so, stimmt der Claim der Gegner der Legalisierung nicht, dass der Konsum bei Jugendlichen jetzt fürchterlich zunehmen wird und das alles ein Riesenproblem ist, dann lässt sich das überhaupt nicht ableiten und das ist vollkommen frei erfundene, frei erfundene Storytelling. Das ist in der Realität nicht nachweisbar. Kammerer Harris. Harris. Kumala, hat Martin eben noch gesagt. Äh, Wäre eigentlich die richtige Aussprache. Hätte sie jetzt letztens erklärt. Kumala. Egal, auf jeden Fall. Kamala sage ich eigentlich lieber. Das geht irgendwie besser über die Zunge. Wie auch immer. Das werden wir uns bestimmt alle jetzt mal angewöhnen irgendwie. Ich finde es cool. Ja. Das ist das Thema der Woche irgendwie. Alle sind Nachrichten am verfolgen wie bekloppt. Und ja, ich finde, die macht viel mehr gute Laune irgendwie als die alten Knaben da. Und wo wir gerade eben dabei sind, alle Kamala zu gucken, ähm, ist natürlich die Frage, wie steht die denn zu Cannabis? Geht da vielleicht mal was endlich vorwärts, wenn die gewinnen sollte? Und ja, tatsächlich, sie ist wesentlich entspannter, was Cannabis-Politik angeht, als Joe Biden. Nicht immer gewesen, sie ist ja Staatsanwältin gewesen in äh, Kalifornien, hat da in früheren Zeiten auch mal gegen eine Legalisierungsinitiative ähm, äh, sich positioniert, hat aber ihre Meinung dann tatsächlich im Laufe der Jahre geändert und ist halt wirklich jetzt in den letzten Jahren stabil dabei geblieben, dass sie für eine vollständige Legalisierung von Cannabis ist auf Bundesebene eben auch das Verbot aufzuheben, was Joe Biden nicht ist. Ja, der hat das nie befürwortet. Ähm, der ist halt mit gegangen bis zu seinen ähm, Begnadigungen da und dann sagt er immer ja niemand soll wegen Cannabis in den Knast und so weiter. Macht aber nichts in die Richtung, außer eben ein paar Leute begnadigen, aber grundsätzlich an den Gesetzen nichts ändern. weil immer wieder neue Leute in den Knast wandern sozusagen. Ähm, ja, da ist Kamala stabiler unterwegs. Und ähm, moment.net hat das mal so zusammengefasst. Also ganz einfach ausgedrückt, sie ist auf jeden Fall die Präsidentschaftskandidatin, die von der Partei nominiert worden ist. Die mit Abstand am Marihuana freundlichsten ist von allen äh, äh, Präsidentschaftskandidaten, die Demokraten oder Republikaner jemals aufgestellt haben. Falls sie ja aufgestellt wird, ja, was ja immer, wird ja mittlerweile fast sicher zu sein scheint. Wie sich das auswirkt, letztendlich auf Politik, werden wir sehen, ja. Die haben auch so eine Pattsituation zwischen den beiden Kammern da, so ähnlich wie wir mit Bundesrat und Bundestag. Da muss jetzt nicht zwingend irgendwo hinführen, aber trotzdem könnte die Sache ein bisschen flüssiger machen, weil natürlich ein Joe Biden, der jetzt eigentlich gar keinen Bock auf das Thema hat, auch ein bisschen eine Bremse ist für seine Kollegen im Parlament. Dann haben wir einen Ortsgruppenfunk noch und äh, Rhein-Neckar haben wir wieder abgeräumt hier, wie verrückt irgendwie. Ähm, die, da gab es einen Vortrag in Heidelberg bei der Heidelberger Ärzteschaft, wo unsere Ortsgruppe gefragt war, da mal was zu erzählen über Cannabis. Und das Gleiche noch nochmal beim Infoabend der Mannheimer Abendakademie. Ja, so richtig ähm, Professors werden die da noch, unsere Kollegas in Rhein-Neckar machen anderen Vorträge. Bei der Ärzteschaft und bei der Akademie, ja, Wahnsinn. Äh, Dr. Hanf, äh, Chris, Lena und Kollegen äh, aus der Ortsgruppe, wunderbar. Und den Vorstand in Mannheim haben sie auch noch gerockt, also ganz fleißig. Und dann haben wir noch die Ortsgruppe Dortmund, die beim Sommerfest der Evangelischen Hochschule dabei waren. Mit dem Infostand und da auch spannende Sachen gemacht haben und ähm, das auch ähm, selber sehr interessant fanden als Ortsgruppe und als, als, äh, als Ehrenamtler, die da waren. Mal was anderes, eine andere Community. Ähm, die Besucher sind gekommen, haben irgendwie alle möglichen Fragen gehabt. Und was auch interessant ist, die haben dann ähm, Gras mitgehabt, was gestreckt war. Also mit Haarspray hatten sie was dabei, mit Zucker beigemischt, so verschiedene Streckmittel. Und dann eben dargelegt, ne, woran erkennt man das. Ich glaube, ein Mikroskop hatten die auch dabei, wenn ich das richtig gesehen habe auf den Bildern. Äh, sagen, ja, kam auch super an bei den Leuten. Ne, die haben sich dann alles angeguckt. Schöne Idee mit den mit dem gestreckten Blüten. Ähm, das durfte man früher auch nicht machen. Ne? Ich denke, ich nehme an, jetzt ist das in Ordnung. Wahrscheinlich sogar vor Kindern, ja, wenn man nicht konsumiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hat nicht verboten, das Zeug dabei zu haben und zu zeigen und die Leute auch immer durch ihr Mikroskop gucken zu lassen. Coole Idee. Ja, und was sagen Sie noch? Tolle Erfahrung. Ja, genau, fertig. Dortmund, super. Termine. Der grüne Block beim Christopher Street Day in Berlin am 27. Also Samstag. In Regensburg auch 27. Treffen der Ortsgruppe. Heidelberg ebenso. Teamsitzung Handverband Rhein-Neckar am 5.8. Sind wir schon im August. Dann haben wir eine Aktion der Hanfparade-Crew hier in Berlin äh, mit Freiluftkino in der Hasenheide? Ein Hanfparade-Spezial, Bob Marley, One Love am 9.8., früh nach 9 abends. Und dann die Hanfparade selbst natürlich. Ja. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, kommt allein also 10.8., die große Cannabis-Demo in Deutschland seit ewigen Zeiten, die größte Demo. Und sicherlich auch dieses Jahr wieder. Einmal im Jahr zeigen. Da kommen sie von überall her. Die ganzen Ortsgruppenleute sind dann da vom Handverband, ja, und auch die anderen Leute, die nicht Ortsgruppenleute sind, aber auf der Handverrate die Ortsgruppenleute kennenlernen, ja, und dann wird alles gut. So ist das. Haben wir es geschafft. Wir abonnieren den Kanal noch, drücken die Glocke, liken das Video und ähm, haben wir noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.